Ja, ich wollte heute mal so ein bisschen über Stream-Donations reden. Ist mal ein anderes Thema. Wir haben ja jetzt viel über die Schule geredet, über meinen ganzen Unterricht und über meine Projektwoche und so, die ja eigentlich ganz cool war. Und heute wollte ich mal über Stream-Donations reden. Ist auch mal ein anderes Thema. Ja, da gibt es ja immer Leute, die sehr, sehr viel spenden. Beispielsweise. Die machen dann immer irgendwie so 1.000 € Donations und dann sagen die YouTuber dann immer so, nee, das können wir nicht annehmen, das ist viel zu viel, da macht ihr euch ja arm. Und allgemein ist das mit den Stream-Donations immer so eine Sache, weißt du? Manche sagen, es ist Trinkgeld, manche sagen, es ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also viele sagen eigentlich, es ist Trinkgeld. Was anderes wird eigentlich kaum gesagt. Denn, ja, ich weiß nicht. Die meisten sehen es so, weil es einfach, ja, nur so eine kleine Aufmerksamkeit ist, so eine freiwillige vor allem. Das ist ja noch das Schöne. Das Subscriben zum Beispiel, das bringt ja noch Vorteile, aber das Donaten, das bringt ja eigentlich gar keine Vorteile. Denn, ja, keine Ahnung. Du spendest halt nur, weißt du, und das ist ja eigentlich auch ganz normal, dass du dann keine Vorteile hast, außer dass du ein gutes Gewissen hast vielleicht, dass du demjenigen geholfen hast, ne? Ja, und manchmal werden ja auch so richtige Spendenstreams veranstaltet. Huch, meine Maus hängt schon wieder. Ja, das ist geil. So will ich das haben. Ja, hallo? Ich sterbe jetzt, Alter. Wenn ich jetzt hier meine Maus nicht wieder hinkriege. Huch. Lol. Alter, meine Maus geht kaputt. Warte, so. Jetzt geht sie wieder. Alter, das muss ich mal in den Griff kriegen. Das gibt's ja nicht. In dem Moment kriege ich ja den Effekt wieder. Ja, auf jeden Fall Stream donaten ist, weiß ich nicht, bei vielen vielleicht auch verpönt. Oder bei vielen, weiß ich nicht, anderen Leuten, die sagen dann vielleicht, ja, die YouTuber oder die Twitch-Streamer, die sitzen dann nur vorm PC und zocken und kriegen dann dafür Geld. Das ist voll ungerecht und so. Und, kann man natürlich so sehen, aber es ist natürlich auch eine Menge Arbeit, sich sowas erstmal aufzubauen. So eine Community. Ich merke das ja selber. Das ist heutzutage vor allem schon gar nicht mehr so leicht. Und natürlich gibt es dann auch mal Leute, die sagen, okay, der ist doch eh hochgepusht und so ein Scheiß. Aber die wissen ja auch gar nicht, was abgeht. Das ist immer Arbeit, dann, die man da reinsteckt, egal ob man gepusht ist oder nicht. Zumindest manche YouTuber, ne, die geben sich wirklich Arbeit, obwohl sie gepusht wurden. Die setzen sich dann wirklich hin und streamen und machen das und versuchen ihre Qualität immer zu verbessern und was weiß ich. Denken sich neue Konzepte aus und was weiß ich. Und ich finde, wenn man seinen Zuschauern was bietet, dann sollte man da auch belohnt dazu werden können. Ich meine, der Streamer setzt sich jetzt hin und streamt stundenlang öfter mal oder regelmäßig, sagen wir mal, vielleicht so zweimal in der Woche oder manche streamen auch noch öfter. Täglich gibt's ja auch. Und das ist natürlich dann eine Hausnummer und ja, da ist es natürlich dann meiner Meinung nach schon angebracht zu spenden, weil einfach, ja, als kleine Belohnung, als kleine Entschädigung, dass man halt so viel Zeit darin investiert auch. Ja, allerdings sagen dann viele Streamer auch so, nee, ich muss mich bei euch bedanken, ihr ermöglicht das überhaupt erst und wegen euch mache ich das und wegen euch habe ich so viel Spaß und so weiter. Und das ist natürlich auch gut. Und das ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen, ne? Und ja, man spendet halt so ein bisschen und im Gegenzug kriegt man halt, ja, Unterhaltung geboten und ja, auch vor allem einen motivierten YouTuber und nicht einer, der irgendwie desinteressiert ist und nur das macht, weil er irgendwie Geld will. Das ist natürlich auch dann blöd, ne? Solche kriegen dann wahrscheinlich auch keine Donations, wenn man einfach als Zuschauer auch merkt, okay, der hat keinen Bock, da donate ich nicht, weißt du? Das unterhält mich nicht. Ja, und deswegen, also es meistens, also es wird eigentlich nur donated, wenn es auf beiden Seiten Spaß macht. Wenn es einer Seite nicht Spaß macht, egal welcher, dann macht es auch der anderen direkt keinen Spaß mehr und es kommen keine Donations halt, ne? Ja, und deswegen, es ist wirklich so ein, wie so eine Symbiose, kann man sagen. Und deswegen sagen auch viele Twitch-Streamer, ja, die Community-Nähe bei Twitch ist so viel geiler. Und viele steigen ja auch eher um auf Twitch und machen weniger auf YouTube oder so. Wollte ich auch nochmal ein extra Themenvideo dazu machen.
zu der Thematik, dass so viele zu Twitch wechseln. Ich persönlich bin ja eher nicht so der Twitch-Langzeitgucker. Ich guck vielleicht mal nur kurz rein. Ich guck mir dann auch lieber die Wiederholungen an und skipp dann durch. Weil ich einfach die Zeit nicht habe, mich 5 Stunden hinzusetzen, ne? Ich persönlich nicht. Andere können das, die gucken dann aber auch nur diesen einen YouTuber oder vielleicht zwei. Oder 2 oder 3 Streamer und mehr halt überhaupt nicht. Und ich gucke halt lieber YouTube. Wenn ich einen Stream gucke, dann kann ich halt wirklich nur wenig gucken. Und auch nur von wenig Leuten. Ich folge halt auch vielen Leuten. Man kann dann natürlich nicht von allen den Stream gucken, ne? Das ist halt so ein Ding. Dann als Zuschauer bindet man sich schon so ein bisschen an den Streamer, ne? Natürlich auch umgekehrt. Dann gibt's immer so eine Stammzuschauerschaft und natürlich auch Laufzuschauer, die dann immer wechseln und so. Gibt's bei Twitch auch sehr, sehr oft. Habe ich gehört. Die dann einfach das entdecken und dann auch wieder weggehen oder so und dann kommen wieder neue. Also bei Twitch kommen echt immer ständig neue. Was bei YouTube ja nicht so ist, ne? Und ja, deswegen, das ist halt auch noch so ein Ding. Es gibt immer so eine Abwechslung und immer halt, ja, auch von der Community her, von den reinen Leuten her, auch da gibt es viele unterschiedliche und viele neue Begebenheiten immer regelmäßig. Was natürlich auch positiv ist, ne? Muss man ja sagen. So, und ich krieg gar nicht mehr den Effekt. Das ist gerade gut. Ich nutze das so ein bisschen aus. Ich hole mir auch mal hier die Laternen, um so ein paar von diesen Kristallen auch zu kriegen und nicht nur diese Scherben. Und ja. Alter, ich krieg den Effekt gerade wirklich nicht. Jetzt kriege ich ihn. Shit. Naja, aber guck mal, ich habe viel gefarmt. Obwohl, lol, ich kann den ganzen Zeug, das ganze Zeug gar nicht mitnehmen, weil die ja die ganze Zeit Fisch droppen, den ich eigentlich gar nicht brauche. Außerdem kann ich den Eimer stacken. So, das hier würde ich mal mitnehmen. Die sind vielleicht mal ganz interessant, die Steine. Ich will auf jeden Fall mit solchen Steinen noch bauen. Ich werde auf jeden Fall dann auch, wenn der Boss tot ist, mir noch Zeug holen. Und hier noch farmen. Gibt's nicht sogar 3 Bosse oder so? Habe ich gehört, dass man hier 3 Bosse töten muss. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Muss mal gucken, wo bin ich denn eigentlich? Bei 31 Minuten. Ja, auf jeden Fall so viel zu den Twitch-Donations. Ich habe jetzt verhältnismäßig ein bisschen wenig geredet dazu. Ich wollte eigentlich noch mehr sagen, aber irgendwie fällt mir gerade nichts mehr ein. Mein Hals tut doch irgendwie ein bisschen weh. Boah. Boah, übel. Hab schon wieder viel geredet heute. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ja, auf jeden Fall. Bei Twitch-Donations, was kann man da noch sagen? Abschließend jetzt mal. Es ist halt dann immer eine große Ehre, sowas zu kriegen, auch für die YouTuber oder für die Twitcher. Und viele, es gibt natürlich auch Spam-Donations und so, die spenden immer 1 Euro und wollen dann irgendwie, machen dann Werbung die ganze Zeit. Deswegen machen viele auch so eine Sperre rein, dass man erst ab 5 Euro oder so spenden kann. Machen auch viele große Streamer, weil es dann einfach zu unübersichtlich sonst wird. Dann gibt es ja auch immer mit dem Vorlesen das Problem, dass man sich da nicht mehr aufs Spiel konzentrieren kann und immer nur noch vorliest. Das ist natürlich auch so ein Ding. Das ist natürlich auch nicht so schön. Dann in dem Moment, wenn man... Na gut, als Zuschauer weiß man natürlich dann schon, okay, wenn ich jetzt donate, dann werde ich halt nicht vorgelesen. Weil der halt sich gerade konzentriert oder irgendwas aufnimmt. Gibt's ja auch, dass viele, viele Leute nehmen auch den Stream gleichzeitig auf für YouTube. Und streamen das dann halt nur. Als, also streamen gerade ihre Aufnahme und gingen dabei nicht auf den Chat ein oder so. Und ja, dann weiß man natürlich dann auch als Zuschauer, okay, der erwähnt mich jetzt nicht, kein Problem, ne? Das ist natürlich dann auch immer so, ja, was Besonderes, dass dann die Zuschauer damit schon übereinstimmen. Es gibt natürlich auch mal viel Streit auf Twitch, ne, da im Chat und so. Und ja, das habe ich auch schon sehr viel gehört, vor allem bei Gamers Time. Ich gucke ja immer mal seine Videos oder ziemlich viele seiner Videos. Und er erzählt immer sehr viel über den Stream. Und da habe ich schon so einiges gehört, so einige Stories. Wie es zum Beispiel auch Streit im Chat gab und so. Und wie das dann manchmal eskaliert und was weiß ich. Da stehen dann immer viele hinter ihm und viele
Nicht hinter ihm vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also es gibt schon immer viel Streit. Auch wegen Donations gab es schon viel Trouble. Zum Beispiel bei Gronkh gab es schon mal Geldwäsche. Oder so. War da nicht schon mal das PayPal-Konto gesperrt irgendwie bei Gronkh? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da mal was gehört. Oder ich habe mal den Stream damals geguckt, aber halt erst im Nachhinein. Aber ich habe es mir jetzt trotzdem nicht mehr gemerkt. So. Ja, also irgendwie gibt es da immer mal ein bisschen Stress auch bei Donations. Ist immer so eine Sache, weißt du, man kann sich halt auch nie sicher sein bei no Donations als Streamer. Man weiß halt nie, was man, oder wie lange das noch stabil bleibt. Ist halt kein sicherer Job so in der Art. Man kann sich da also nicht 100% drauf stützen, manchmal, weil einfach irgendwann auch die Zuschauer weg sind, ne? Beziehungsweise die Zuschauer alle schon gespendet haben. Und dann spenden sie halt erstmal eine Weile nicht und dann kriegst du halt wenig Input und wenig Geld. Und dann spendet vielleicht der ein oder andere mal wieder irgendwann. Durch die Subscribes kriegst du natürlich auch sehr viel Geld als Streamer dann. Aber obwohl, geht da nicht auch viel an Twitch? Aber ich weiß es gar nicht. Weiß nicht, wie die Verhältnisse da sind. Auf jeden Fall ist Twitch kein sicherer Job oder so. Mit sicheren Einnahmen. Da kann es gut sein, dass du wirklich in der einen Woche so und so viel Einnahmen machst und in der anderen Woche kriegst du vielleicht nur mal ein Achtel davon oder so. Und obwohl du gleich viel gestreamt hast und so, weißt du? Das ist halt das Problem. Da muss man dann halt immer darauf hoffen, dass neue Zuschauer kommen, um halt auch wieder die Chance drauf haben, Geld zu verdienen. Weil man muss ja auch sein Geld, wenn man so wie, wenn man Twitch hauptberuflich macht, was man ja dann meistens macht als Streamer. Also zumindest, na gut, manche Streamer nur selten. Aber davon rede ich jetzt mal nicht. Wenn man Twitch hauptberuflich macht, dann muss man halt gucken, wo man bleibt. Beziehungsweise YouTube hauptberuflich, YouTube und Twitch. Und ja, deswegen. Ich glaube auch, die YouTube. Boah, ich weiß gerade warum. Viel zu Twitch wechseln. Weil man da, glaube ich, immer noch mehr Geld kriegt als auf YouTube mittlerweile. Da ist nämlich ziemlich zurückgegangen, habe ich gehört. Was man da an Geld für die Views kriegt. Für Product Placements kriegt man nur noch so viel. Aber für die Views an sich kriegt man gar nicht mehr so viel Geld wie früher. Weil das einfach, weiß ich nicht. Also für die Werbung vor den. Bevor man aufruft halt. Oder wenn man klickt, die Werbung dann so rum. Kriegt man weniger Geld als früher. Habe ich gehört. Ich selber verdiene ja auch kein Geld. Würde sich auch nicht lohnen. Ich glaube, ich würde. Ich würde im Centbereich liegen, was den Jahresbetrag angeht. Das lohnt sich jetzt eher tendenziell weniger. Ja. Ich sehe auch wirklich immer oft Leute, die Werbung schalten vor ihren Videos und irgendwie 200 Abonnenten haben und dann so sagen, okay, ja, ich verdiene damit Geld, ja. 10 Aufrufe und Werbung schalten. Ich weiß nicht, für mich das lohnt sich einfach nicht. Ich habe ja noch weniger Abonnenten, ne? Kommt ja noch dazu. Noch weniger Views. Aber egal, ich will mich ja gerade mal nicht beschweren, sondern ich will einfach nur irgendwas machen. Muss gerade mal überlegen, wie weit bin ich? Ich bin bei 37 plus 23 ist eine Stunde, gell? Ja, da sind wir jetzt eigentlich am Ende von der 99. Folge schon. Da habe ich jetzt doch die ganze Folge gefüllt gekriegt, siehst du mal. Obwohl ich am Anfang dachte, oder in der Mitte, dass ich nichts mehr zu erzählen habe. Es war ja doch einiges. Ja, da ging es also heute ein bisschen um Streams und so weiter. Bisschen die Einnahmen und so. Ja, also ich habe ja schon das ein oder andere mitgekriegt, so ein bisschen kennt man sich ja schon aus. Aber so genaue Zahlen kann ich halt auch schlecht sagen. Beziehungsweise ja, ich hätte vielleicht mal mir vor diesem Video hier mal ein anderes Video noch angucken müssen dazu, zu der Thematik, damit ich das besser erklären kann und so. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja eigentlich sehr viel zu erzählen gehabt, ne? Ne, du Fisch. Greift mich gar nicht an. Mich regt's immer auf, wenn die hier drum schwimmen um dieses Ding. Boah, ey. Und dann sind die einfach weg. Weißt du? Das ist so schlimm. Na komm. Trau dich was. Oh Mann, ey, das ist so schlimm. Die hauen immer ab. Aber wir haben ja schon einiges. No, nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, esse ich mal was. Oh. Warte mal. Ah, shit, ey.
Jetzt muss ich mich wieder die ganze Zeit räuspern. Ja, mein Hals hat heute echt schon gelitten. Und da will ich heute noch Boom Beach und sowas aufnehmen. Aber na gut, das geht ja. Das ist ja kürzer. So.